Hallo Lieben, heute gibt es meinen Lesemonat April. Dadurch, dass ich so eine kleine Leseflaute habe, war es nicht so viel. Ich habe insgesamt 4 Bücher gelesen, 2 Hörspiele gehört und ein Manga war da noch dabei. Es waren insgesamt 1468 Seiten, das sind 48,93 Seiten pro Tag und mein Sub liegt bei 48, weil ich habe im April die Hälfte meines Subs verkleinert, dadurch, dass ich sie verkauft habe, weil ich gemerkt habe, so dass ich sie entweder gar nicht mehr lese und ich habe auch ein paar Bücher verkauft, wo ich eine andere Ausgabe haben möchte. Ja, und deswegen ist der Sub ein bisschen geschrumpft. Was ich, wo ich dann aber, da kommt aber ein extra Video, dann wieder ein paar Bücher neu gekauft habe. Fangen wir dann sofort mit dem ersten Buch an. Und zwar ist das für die 2014 Challenge gewesen. Und zwar war die Aufgabe ein Buch, was ich schon öfters empfohlen wurde. Und das war von Amy Ivef. Ich weiß nicht, ob das genau so ausgesprochen wird. Eine Tat wie diese. Ich sage zu dem Buch nicht sehr viel, weil es kommt da noch eine Rezension. Leider habe ich es noch nicht geschafft, sie zu drehen und hochzuladen. Aber sobald sie hochgeladen ist, kommt sie auch in die Infobox. Das Buch hat von mir 4 Sterne gekriegt, hat 406 Seiten. Und ich fand es unheimlich gut geschrieben und ja, spannend auch. Man wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Aber es war auch erschreckend. Aber ja, erzähle ich euch dann in der Rezension. Das zweite Buch kann ich euch nicht zeigen. Und zwar ist das von Rachel Mead, Vampire Academy. Das Buch hat von mir 4 Sterne gekriegt, hat 287 Seiten und war unheimlich gelungen. Da muss ich der Lina echt recht geben. Man, ja, dass es spannend ist und man will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Das ist lustig und ja, da freue ich mich schon auf die nächsten Bänder, die ich mir dann so bald, so schnell wie möglich kaufen werde. Aber kann ich auch wirklich nur empfehlen. Dann habe ich ein Hörbuch gehört, und zwar von Andreas Franz, Tod eines Lehrers. Das Buch, da. Das Buch hat von mir 4 Sterne gekriegt und fand ich unheimlich gelungen. Wer meine Videos so ein bisschen verfolgt, weiß, dass ich nicht so ein Fan von Hörbüchern bin. Ich mag ja eher diese Hörspiele. Muss aber sagen, so dass mich der Leser, ach, der das gelesen hat, wirklich so in seinen Bann gezogen hat. Ich habe das sehr schnell durchgehabt. Also ich manchmal habe ich das dann, wenn ich dann mal ein Hörbuch höre, ich das dann ausmache, dann warte und das hat mich wirklich, also das habe ich an einem Tag gehört, weil ich wirklich richtig mitreißend ist. Ich weiß noch nicht, ob ich dazu eine Rezi drehe. Ihr könnt mir ja gerne mal unten in der Infobox schreiben, ob ihr eine haben möchtet. Dann drehe ich euch eine ab. Das zweite Hörbuch kann ich euch auch nicht zeigen, aber ich verlinke es unten in der Infobox. Und zwar ist das von Janie Voss, Blutrote Küsse. Ich glaube, die Reihe heißt Cat in Bone Reihe. Klärt mich auch, wenn es nicht der Fall ist. Das Hörbuch hat von mir 4 Sterne gekriegt. War unheimlich lustig und ja, sehr spannend und ja, also ist auch einfach nur zu empfehlen. Ich werde mir da auch die Bücher von holen, weil ich finde das Cover so unheimlich schön. Verlinke ich euch aber unten in der Infobox das Buch dann. Dann habe ich auch nochmal für die 2014 Challenge gelesen von Manuela Martini, wenn es dunkel wird. Und zwar war die Aufgabe, 4 Gegenstände oder 4 Lebewesen, Personen auf dem Cover und hier sind 4 Schmetterlinge drauf. Und das Buch hat von mir 5 Sterne gekriegt, das ist mein Monatshighlight. Hat 357 Seiten und dazu gibt es auch bald eine Rezension, die verlinke ich dann auch unten in der Infobox. Dann habe ich sofort nach diesem Buch von Patricia Schröder Unheimliche Nähe gelesen. Das habe ich mir ja mal von der Arbeit mitgenommen. Und ja, wenn man das so vergleicht mit Manuela Martini und das jetzt, war das natürlich schlechter. Es hat von mir 3 Sterne gekriegt, 237 Seiten hat dieses Buch und ja, zwischendurch war es gut, aber ja, ich hätte es lieber, glaube ich, wann, an einem anderen Zeitpunkt lesen sollen, nicht direkt nach einem 5-Sterne-Buch. Und dann das letzte ist ein Manga. Upp, andersrum, so. Und zwar ist das Lebe deine Liebe. Das ist der 11. Teil.
Und ja, ich liebe diese Reihe. Ich finde die unheimlich toll, auch toll gezeichnet und auch die Geschichte ist unheimlich toll. Und ja, das war dann mein ganzer Lesemonat April. Ich hoffe jetzt, der Mai läuft wieder ein bisschen besser, dass so die Leseflaute so ein bisschen abschweift, weil ich, im Moment lese ich, das Buch habe ich jetzt aber nicht hier, kann ich euch jetzt nicht jetzt zeigen, aber ich lese im Moment Raum 213, glaube ich, heißt das. Und muss echt sagen, dass es gut ist und vielleicht habe ich ja meine Leseflaute dann so ein bisschen überwunden. Ihr könnt mir ja gerne in die Infobox schreiben, Infobox in den Kommentaren schreiben, was ihr für Bücher diesen Monat gelesen habt, ob ihr auch eine Leseflaute habt. Ich habe ja gehört, dass ganz viele eine Leseflaute hatten. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video.